Freunde des geilen YouTube-Sports, grüße euch. Ja, neues Unboxing, neues Glück, neues Erfahren. Amazon Prime-Paket. So, also, da steht nur der Aufkleber von Prime drauf. Hier machen wir scharf. So, machen wir es mal auf. Das haben sie sehr billig zugeklebt. Ist etwas schwer. Also könnte ich mir denken, es sind halt ja, drei Pakete drin. Ja, ich hoffe, das hat gereicht. Ja, guck, hat gereicht, super. Oh, geil! Guck mal, geil! Oh Mann, seht ihr das scheiß Wetter? Eieiei. Oh Mann, und da muss ich gleich zur Arbeit, leck mir am Arsch. Ja, mit mir können sie es ja machen. So, jawohl, kommen wir mal. Die meisten Motherboards haben ja ein intrigiertes, wie heißt der Scheiß? Intrigierten Sound. Aber das meistens, ja, wenn man nicht was ganz teuer Geld ausgeben will für das Richtige, wo was Richtiges dabei ist, dann holt man sich nochmal was extra richtig Geiles. Warum besser was dabei ist? Eine interne Soundblaster ZX Soundkarte mit wahrscheinlich dann auch 5 oder 7.1. Ja, glaube ich mal zumindest. Wollen wir es denn in Deutsch stehen? An der linken Seite. Ja, also so genau weiß ich das jetzt nicht. Habe mich da nicht so. Ich würde mir nur empfohlen, die zu kaufen. Aber ich denke mal, so eine wird dann schon 7.1 haben. Ja. Also wenn, dann wird es dann auch so will ich was Gescheites drin haben. Ich habe ja eine externe Soundblaster, ja, über USB angeschlossen. Und ja, ich muss sagen, dass das schon, ja, also ist schon auf jeden Fall besser als Kreativ, ach, weiß nicht, wie der andere Scheiß heißt da. Da gibt es hier von so billig Soundsystem, da komme ich aber nicht mit klar. Finde ich scheiße. Also muss auf jeden Fall Soundblaster. Weil der Bass, den du steuern kannst oder die Einstellung machen kannst, kommt viel geiler rüber als das Soundsystem. Ich habe da oben Idioten wohnen von der Zeitarbeitsfirma. Da hörst du bum, 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 bum. Also die kennen auch keine andere Musik. Das ist total, ja. So, aber. Du hast dann gewiss nichts, da geht dann halt nicht mehr. Oder so ein Subwoofer 5.1 System hast, sagen wir jetzt mal verteufelt, meinerseits. Hat auch nur 600, ist den Punkt, müsste ich etwas Stärkeres haben. Ja, da hast du dann das Subwoofer, merke ich dann irgendwann schon, dass du so mit den Einstellungen jetzt schon was du machen kannst. Ja, mit dem Menü-Steuerung. Also, du musst ja einen Treiber installieren, dass du den Soundblaster richtig, ne? Einstellen kannst, auch für Let's Play und Stream, dass da schon der Subwoofer an die Grenzen kommt und du hast dann, wenn du dann richtig eingestellt hast, hast du richtig satten Bass, das ist so richtig schön, oh, du wisst, was ich meine, ne? Also, wie so Godzilla kommt durch, und so, boom, also richtig, okay, wir machen weiter. So, von Samsung, eine Evo 860, jawohl, SSD. 250 GB, da kommt das Betriebssystem drauf, Freunde. Packen wir gleich mal aus. Jetzt mache ich das jetzt so. Einmal, der will so nicht. Gut, dass der Karton etwas größer ist. Ach, da kommt man gar nicht dran. So, da haben wir ein Netzteil. Weg mit dem Schulkarton. Fick die ne Wurst, ey. Geil. Boy. So, Thermaltec RGB. Ich hätte ein anderes haben können. Da habe ich jetzt, glaube ich, 5 Euro mehr bezahlt. Glaube ich, aber mehr auch nicht. Nur dann habe ich halt LED jetzt mit dabei. No? Ihr seht das ja. Da wird es angezeigt. Aurasync RGB muss sein. Ich will, dass das Ding leuchtet. So, ich bin dann noch am überlegen, weil ich ja schon Arbeitsspeicher habe, nicht beleuchteten Arbeitsspeicher, wie ihr in dem anderen Unboxing gesehen habt. Und ja, ne?
Ich habe das jetzt, bin ich am Überlegen, mir nochmal ja, ein paar Euro auch mal dabei zu schmeißen, um mir auch bunten Arbeitsspeicher zu holen, anstatt billigen, ja, 62, nee, 32 Gigabyte habe ich da, der nicht leuchtet. Das ist irgendwo, ne? Ich habe jetzt ein Rechnergehäuse, kommt noch. Das ist beleuchtet, da sind vier beleuchtete Lüfter drin. Das ist beleuchtet. Was noch? Der Chipsatzkühler, also ne, in dem anderen Box, den ihr gesehen habt, ist auch beleuchtet. So, das ist dein Ziehen. Also, ich habe ja bei dem, die CPU, die ist aber, die ist noch nicht da. Eigentlich sollte die zugestellt werden, ist aber irgendwie noch unterwegs. Da kriegen sie es wieder nicht geschissen. So, in dem Sinne kommt der dann nachträglich. Dafür sind die heute gekommen. Deswegen werde ich da auch jetzt nicht 50.000 Unboxings nur für meinen Computer-Dings machen hier. Da gibt es dann ein Unboxing jetzt hier für diese drei Teile, weil die in einem Karton drin waren. Jawohl, und dann hat sich die Sache. Gucken wir das mal aus. So. Mega geil. So, da habe ich dann halt für mein, was habe ich denn jetzt da bestellt? Also ist kein i7, ist ein Razer, glaube ich, oder wie die Dinger jetzt heißen. Und ja. Ich glaube, woanders Ding. Ich habe hier mal mehr Schatten hier. So, das ist so. So, das ist hier irgendwas. Betriebstagebuch. Handbuch, was wie angeschlossen wird. Okay. Da ist das Ding drinne. Hier sind die ganzen Kabels drinne. In einer schönen Tasche mit Klettverschluss. Damit man das alles schön anschließen kann. Powerkabel und. Da sieht man dann schon mal, ne? Mann, Mann, Mann. Lassen wir das aber erstmal drin. Das brauchen wir nicht. Weil ohne Gehäuse kann ich nicht viel machen. Ohne Chipsatz läuft noch der beste Rechner nicht. Und ich muss mir dann hinter noch Windows kaufen. Diesen Mist. Da deswegen bin ich am Überlegen, wenn ich mir jetzt die alten Arbeitsspeicher, die ich da gekauft habe, also neu. Was heißt hier alt? Die sind nicht beleuchtet, ja? Alles andere Rechner ist beleuchtet. Das Netzteil, der Kühler, also der Lüfter vom Chipsatz, ist eigentlich Standard, aber da habe ich mir einen mit LED gekauft. Oh mein Gott. Ne? Jetzt habe ich, ne? Und dann fehlt der Arbeitsspeicher, ist dann nicht. Und ich denke, und dann hast du das, das Gehäuse. Also ist dann so, bist du ärgerlich, dass ich das dann nicht habe. So. Schweres Moped. Da ist er drin. Da ist er drin. Ich werde mal kurz rausholen. Hier haben wir das schicke Ding. Schicke Ding, 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 Dong. Ja, da ist das LED. Schön Dings. Ist nur die Frage, wie wird er jetzt angeschlossen? Ja, in dem Rechnergehäuse war der unten drinne mit dem Lüfter nach oben oder eher Lüfter nach unten. Das heißt dann so, in dem Punkt ist es verkehrt rum, ja, weil man es nicht lesen kann. Auf der Seite ist es dann, ist es richtig, ja. Das heißt, man kann den Lüfter beidseitig entweder so machen, dass der Lüfter ist oben, oder man kann den unten machen. Deswegen haben sie mitgedacht, dass auf beiden Seiten den Aufdruck drin haben, Kopf und richtig. Richtig, richtig. Aber hier ist halt das Problem, da sind die Dinger ne, verkehrt rum. Das heißt, müsste dann so sein, damit man es lesen kann. So, hier haben wir die ganzen schicken Anschlüsse. Ja, ich freue mich schon aufs Zusammenbauen, aufs Einbauen in das neue Rechnergehäuse. Also ich bin da schon echt mega gehypt. Ja, also, ne? Ja. So, packen wir das erstmal wieder ein und machen wir dann mal mit der Grafik, mit dem Arbeitsspeicher weiter. Also mit der Festplatte. So, jetzt. So, da sind wir auch bei der Speicherkarte. Ja, riesengroßer Karton. Ja, Karton, Ton, 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 Ton. Eieiei. So, SSD 860 EUM2. Und jawohl. Und den auch nochmal hier rausholen. Oder ist das integriert? Nee, das ist eine Beschreibung drunter. Das heißt, ich kann den hier rausholen. Das sind 250 Gigabyte.
Das sind 250 Gigabyte. Schmalo Schukowski, Alter. Hammerhart, Alter. Heftig, ey. Wie klein das Ding ist. Mann. Dass so ein kleines Gerät schon so viel Speicher verfügt. Man sieht ja heutzutage die MP3-Player, die es gibt, oder die Speicherkarten. Ne? Wie viel Speicher die jetzt mittlerweile schon haben und werden von Apple und alt rausgekloppt, da kommt alles andere schon, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. So, jetzt habt ihr den Arbeitsspeicher von Samsung gesehen. Den werde ich jetzt mal wieder schnell wegpacken, damit nichts passiert. Dann kommen wir jetzt, jawohl, da kommen wir jetzt zu der netten Soundkarte in dem roten Karton dort drinne. Wow! Das scheint wohl irgend so Mikrofon-Dings zu brauchen, aber das brauchen wir nicht, denke ich. Auch dann glaube ich nur das da. Was performing Mikrofon included? Ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Also ohne Mikrofon, das bleibt dann hier schon im Kasten drinne. Jetzt will ich den rausmachen, das klappt aber nicht. Da, guck dir das an, da ist sie noch festgemacht, ja? Dann muss ich die loszwirbeln, damit ich die da rauskriege. Na, dann lassen wir sie lieber drinne. Ja, dieser Mist hier ist überall dabei. So, da wird wahrscheinlich auch die Treiber-CD dabei sein. Jawohl, dann man sieht es, das ist also komisch zugemacht, nicht? So, da kann man sehen, genau. Also da ist auch die Treiber-CD dabei. Beforming. Gut, dass ich jetzt kein Englisch kann. Beforming, was auch immer das heißt. So, gucken wir uns das Ding mal an. Schön in Rot. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen beleuchtet. Weiß jetzt natürlich jetzt aber nicht, welche Farben. Aber die schönen Anschlüsse. Da ist halt alles hinten, alles einfarbig. Ja, das glänzt alles nur noch. Da ist dann halt interessant, was wie wo ist. Platine ist offen da hinten, mit der Luft kriegt. Da, das sind die also sehr winzige Anschlüsse. Der kommt ganz da unten aufs Motherboard. Und ich weiß, dass da diese kleinen Anschlüsse sind. Ja. Mann, 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 ey. Oh. Da, auf den Sound bin ich gespannt, ey. Da ist was drin immer. Ohne Scheiß. Also, boah, geil. Ich freue mich, wenn ich das alles so am Laufen habe und eingebaut habe. Und der Rechner. So, wenn wir das alles so einbauen und so. Ja, könnt ihr dann auch ein bisschen dran teilnehmen. So ein bisschen gibt es ein bisschen Videomaterial. Mal gucken, wie wir das Make Do This machen. Ja, also die hätte ich auch kriegen können für 29 Euro. Aber die wollte ich neu haben. Das war mir wichtig, dass ich die neu kriege. Ja, damit machst du nichts falsch. Neu ist immer besser als gebraucht. Aber auch bei manchen gebrauchten Sachen kann man da sagen, ist okay. Ne? Der andere ist dann halt damit nicht mehr zufrieden und verkauft sie dann halt, dann ist das halt so. Genauso war es mit dem Motherboard und mit der Grafikkarte, wo ihr das Unboxing schon für gesehen habt, ja. Und, ja. Ja, jetzt brauche ich nur noch den Chipsatz und das Gehäuse und dann geht's los, jawohl. Also, ich mache erstmal für dieses Video, ne, mache ich jetzt erstmal Schlussikowski. Das sind 13 Minuten, 14, 15 mit Intro, Outro. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Bleibt weiter dran, wir sind nämlich noch nicht fertig. Also bis dahin, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Virus. Ciao mit V!